Professor Dr. Andreas Speer ist seit 2004 Lehrstuhlinhaber für die Philosophie des Mittelalters und Direktor des Thomas-Instituts der Universität zu Köln. Seit 2011 ist er weiterhin Prodekan für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs an der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln. Seit 2012 außerdem Direktor und wissenschaftlicher Koordinator der im Rahmen der Exzellenzinitiative geförderten ARTES, Graduate School for the Humanities, Cologne. Das Interview mit Professor Speer führt der Kölner Geschichtsstudent Sebastian Schlinkheider, der sich kurz vor dem Masterabschluss befindet. Mit Blick auf eine wissenschaftliche Karriere verfolgt er Präsentationsplattform für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den Bereichen Publikation und Vernetzung mit großem Interesse. Herr Professor Speer, Sie haben im Rahmen des 625-jährigen Universitätsjubiläums eine wissenschaftliche Tagung zum Thema Universitätsgeschichte veranstaltet. Das Besondere daran war es unter anderem, auch junge Wissenschaftler in einem eigenen, vorgelagerten Kolloquium zu beteiligen. Wie kam es zu dieser Idee? Nun, die Idee speist sich aus zwei Wurzeln, kann man sagen. Das eine ist die Erfahrung, die wir gemacht haben mit den Kölner Medievistentagungen, wo wir schon seit vielen Jahren den wissenschaftlichen Nachwuchs, ich mag das Wort nicht ganz so gerne, aber nehmen wir es mal so, also die junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einladen und beteiligen, sei es auch in einem eigenen Kolloquium, sei es auch ins Programm integriert, denn eins können Sie sicher sein, junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten noch frisch an neuen Themen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist gewissermaßen aus der Sache heraus erwachsen. Denn der Name Universität kommt ja von Universitas, Scholarium et Magistrorum. Das heißt, wenn wir wollten eigentlich nicht nur eine Professorengeschichte machen oder eine Institutionengeschichte, sondern es ist ziemlich früh auch die Idee gekommen, dass wir dann auch die andere Gruppe, die Universität ja ganz maßgeblich geprägt hat und auch mit auf die Beine gestellt hat, dass wir die Studierenden mit beteiligen und dann auch sozusagen aus der Doppelperspektive, dass wir Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler über diese Frage reden lassen. Mit diesem Nachwuchskolloquium haben Sie gewissermaßen ja auch aufgezeigt, wie wichtig forschungsstarke junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für die Universitäten sind. Welche Inhalte bzw. Ergebnisse wurden denn bei diesem Kolloquium diskutiert und erarbeitet? Also das eine ist, denke ich, evident. Und das Erste, dass Forschung lebt, schon immer gelebt hat, eben auch von denen, die vor allen Dingen Dissertationen schreiben. Und das kann ich nur unterstützen. Das Zweite ist eben in der Tat, es gibt nun auch eine Gruppe von jungen Wissenschaftlern und Wissenschaftlern rund auch um Professor Marian Füssel aus Göttingen, den wir auch gewonnen haben, das Kolloquium zu machen, die sich mit dieser Thematik der Studierendengeschichte, so sagt man ja heute politisch korrekt, beschäftigt. Und das eben mit Blick auf Wissenschafts-, Universität-, Sozialgeschichte, auf die Lebenswelten. Man muss sich ja vorstellen, dass die Universitäten vor allen Dingen auch in einem städtischen Milieu entstehen, Interaktion zwischen Stadt und Universität. Welchen Einfluss hat Bildungs- und Wissenschaftsgeschichte oder haben Bildung und Wissenschaft auf das Leben und auf die Entwicklung der Stadt? Das sind alles Fragen, sozusagen, die eine Rolle spielen. Dann aber auch Dinge wie Migration, Karrieren, Internationalität, ja, und eben auch die sozialen Milieus. Welchen Stellenwert hat dieses Konzept der Vernetzung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses der Junior Researcher für Sie allgemein? Ich kann sagen, das Thomas-Institut ist ja ein Forschungsinstitut und ich kann sagen, dass eigentlich alle neuen Forschungsprojekte der letzten Jahre getragen werden von, Sie nennen es Junior Researchers, das heißt also von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die in aller Regel im Anschluss an ihre Promotion dann eben mithelfen, auch ein solches Projekt zu generieren oder in ein Projekt, das bei uns dann etabliert wird, dort eintreten. Das andere ist, mein anderes Standbein seit einigen Jahren ist ja die ARTES Graduate School, also das heißt die Graduiertenschule unserer Fakultät, wo gewissermaßen die Förderung dieser Berufsphase, ich nenne ja auch die Promotion eine Berufsphase,
maßgeblich gefördert wird. Und wir haben dort auch ein Postdoc-Programm, seit wir exzellent sind. So bin ich also auch mit dieser Fragestellung ganz eng verbunden seit vielen Jahren. Sie sagen also, junge Forscher und Forscherinnen und ihre Diskussionen sollten sichtbarer werden. Die Ergebnisse von Nachwuchskolloquien werden aber in der Regel bisher kaum publiziert. Mhm. Anders in diesem Fall. Die Beiträge des Kolloquiums sind auf der Plattform historicum-e-studies.net sogar schneller online publiziert worden als der Jubiläumsband im Printformat. Wie beurteilen Sie allgemein den Rahmen und die Möglichkeiten einer Online-Publikation für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler? Offen gestanden ist das ja ein Feld, das ja noch wirklich im Fluss ist und das sich seinen Status sucht. Ich denke, wenn ich die Entwicklung der letzten 10-12 Jahre betrachte, so kann man sagen, im Anfang wurde praktisch alles publiziert, was aus Graduiertenkollegs kam und Nachwuchsgruppen. Das war auch nicht sinnvoll, weil sozusagen es dann schnelle Publikationen gab es. Und man braucht doch irgendwo auch die klassische Arbeit. Eine Sache braucht Zeit, sie muss mehrfach vorgetragen werden. Schnellschüsse bringen nicht immer etwas. Auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig, möchte man Ergebnisse diskutieren. Ich glaube, das Interessante an Online-Formaten ist gerade, dass sie sozusagen eine Aktualität der Diskussion ermöglichen. Das ist eben etwas, was bei Publikationen auch häufig länger dauert, bis ein Tagungsband geschrieben ist. Man wartet immer auf den Letzten. Der Letzte ist meistens nicht der Jüngste, ja, das wissen wir alle. Ja, das heißt, die Ordinarii und Ordinariae sind in der Regel diejenigen, die einen Band dann irgendwo auch aufhalten, auch aus guten Gründen. Es gibt viele Anforderungen, die es heute gibt. Also das heißt, ich sehe eine wichtige Funktion von Online-Foren, dass sie eben in der Tat eine Diskussion, die bei Tagungen stattfindet, lebendig halten und am Laufen halten. Dass man sozusagen ja auch die etwas vielleicht fluidere Form der Publikation dazu nutzt, dass man Ergebnisse und Thesen zur Diskussion stellt und zugleich eine Möglichkeit hat, an diesen Fragen weiterzuarbeiten. Wichtig ist allerdings, dass eben diese Foren, ja, sagen wir mal, verlässlich sind. Das ist gerade auch für junge Wissenschaftler und Wissenschaftler noch viel wichtiger als für Etablierte. Das heißt, das muss etwas zählen. Das muss erstens geschützt sein, das muss zitierfähig sein. Und das muss genauso, die Inhalte, die dort stehen, müssen genauso valide sein, wie auch in gedruckten Zeitschriften. Ich glaube aber, dass das gerade bei Historicum e-Studies der Fall ist. Wäre historicum-e-studies.net damit eventuell auch ein interessanter Kooperationspartner für die Graduiertenschule Artis, um den wissenschaftlichen Nachwuchs an der Uni Köln und dessen Projekte und Diskussionen noch sichtbarer zu machen? In jedem Fall. Ich denke, erstmal für alle, die historisch arbeiten. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, wie weit jetzt ihre interdisziplinäre Weite geht. Nicht? Bei Artis sind ja Fächer aus der gesamten Fakultät vertreten, sagen wir auch Ethnologie und Literaturwissenschaften und so. Ich vermute, das wird ein zu weites Spektrum für Sie sein. Aber ich denke, alle diejenigen, die an historischen Projekten arbeiten, für die wird das interessant sein. Und ja, die Einladung geht an Sie, auch dieses einmal bei uns vorzustellen. Herr Professor Speer, ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke sehr.